Zwei Tage später, zwei Tage später, da hatte ich dann die ersten Freunde auf dem Hof. Und das war natürlich was ganz was Schönes. Die haben also als erstes Ziel dann sie Ja, angesteuert. ja, ja. Die kamen da mit Kind und Kegel und es war, die ohne Voranmeldung war mir auch egal, aber sie waren da, es war schön. Haben Sie damit gerechnet, dass die kommen? Nee. Nee. Das war ja umso witziger. Die haben überhaupt nicht angerufen. Ich sage, wo kommt ihr denn her? Und ja, und es war so, als ob man uns die ganze Zeit, die 5 Jahre, immer, wir haben uns geschrieben, ja, aber es war so, als wären wir immer zusammen gewesen. Ne? Das war das eine Wiedersehen mit den Freunden. Das andere Wiedersehen war mit ihren Eltern. Wann haben Sie die denn wieder Die getroffen? habe ich am 24. November 1989, ja. Ja. Oh, ja. So, und das war, da hat man so beide so ein bisschen Angst vor, mein Dieter und ich, weil diese Geschichte ja nun auch negativ für meine Eltern ausgegangen war. Aber ich hatte sie dann eingeladen, die hat am 25. November Hochzeitstag. Und dann habe ich gesagt, na, dann kommt, wir feiern dann zusammen. Und da waren sie auch happy. Aber wie gesagt, es war schwierig. Es war sehr angespannt. Oh, und das ist es auch lange geblieben. Also es war ein paar Jahre, wo sich mein Vater und Dieter nicht gern gesehen haben. Also das hat ihm wahrscheinlich, das hat er ihm wahrscheinlich nicht verziehen, dass er ihm seine Tochter entführt hat. Weil an mir gehangen hat er, das weiß ich. Da hängt er heute noch dran. Haben Ihre Eltern Ihnen denn auch Vorwürfe gemacht? Ja, eigentlich nicht so wirklich. Im Nachhinein, ja, also so die ersten Jahre kann man, das war so eine, da hat sich jeder versucht, so irgendwie so, dass man irgendwo die Sitte bewahrt. Also, dass man also sagt, es ist so, wir müssen zusammen leben und lass die Geschichte ruhen, egal. Die wollten auch nicht wissen, wie es passiert ist, die wollten gar nichts wissen. Die haben die Situation selber totgeschwiegen. Jahre später dann, wenn die Erinnerung holt, und meine Mutter war da ganz speziell, die holt ihn dann ein und dann kam es dann schon zu Vorwürfen, doch. Aber gut, es war so.